Das ist natürlich weniger wie ein Kopenhagen oder ein Barcelona mit 12 bis 13, aber natürlich mehr wie ein London oder ein Wien mit 2 oder einem Sharing-Fahrzeug pro 1000 Einwohner. Wahrscheinlich gibt es ganz neue Mobile. Solche, von denen wir vielleicht im Moment noch gar keine Ahnung haben, die in Zukunft auch im Sharing-Bereich aktiv sein werden und die uns dann ein noch größeres Angebot im Sharing-Bereich geben. Was noch fehlt, ist die eine große App. Also ich muss nicht mehr ein Konto aufmachen für das Bike-Sharing, nicht mehr ein Konto aufmachen für das E-Trotter-Sharing, sondern kann ich mit meinem ÖV-Billett gerade alle Sharing-Angebote gleichzeitig nutzen.